Das Universitätsklinikum in Halle betreibt eine Frauenmilchbank. Jede Frau kann Muttermilch spenden, die einen Überschuss an Milch hat. Auch ich habe Muttermilch gespendet. Und die Muttermilchspende ist eigentlich ganz einfach. Sie bekommen von der Frauenmilchbank eine Milchpumpe und pumpen die Milch ab, frieren diese zu Hause ein. Und einmal in der Woche kommt ein Taxi und holt die Milch ab und bringt sie in die Frauenmilchbank. Dort wird sie aufgearbeitet und steht anschließend zur Ernährung der Frühgeborenen zur Verfügung. Muttermilch hat eine optimale Nährstoffzusammensetzung und ist so auf die Bedürfnisse von Früh- und Neugeborenen angepasst. Die kindliche Immunabwehr wird gestärkt und schwerwiegende Infektionen verhindert. Daher ist die Frauenmilchspende wichtig. Wir freuen uns sehr, wenn auch Sie eine neue Spenderin werden und somit die wertvolle und wichtige Ernährung der Frühgeborenen mit Muttermilch ermöglichen.